Hallo und herzlich willkommen zurück zu Die Sims 4 Reich der Magie. Wir sind heute bei Kalia, die schon wieder am Trainieren ist. Ich habe keine Ahnung, was mit diesem Mädchen nicht stimmt. Wahrscheinlich ihr Schlankheits-Fitness-Wahn. Ich habe keinen Plan. Ja, wir sind jetzt nur noch zu dritt. Und Amon ist mehr Maid hat. Amon ist gerade einfach mal bei Kalani zu Hause. Wie süß ist das denn bitte? Kalani ist gerade erst ausgezogen. Hier sind noch die Sachen von seinem Geburtstag. Und Amon reist direkt hinterher, um seinen Sohn, um zu gucken, ob sein Sohn gut in seinem neuen Zuhause angekommen ist. Und wir haben jetzt so viele leere Zimmer. Also das Zimmer ist quasi leer. Das Zimmer ist leer, weil die Zwillinge sind ja jetzt nicht mehr da. Nur noch unsere Kalia. Ist doch nicht wahr. Oh, die werden so schnell groß. Oh. Kalia, du hast Wochenende, das passt sich natürlich hervorragend. Amon, ich hole dich ungern wieder zurück, aber komm mal bitte hierher. Danke. Hier, du musst deine Tränke, hier, die sind das. Du musst deine Tränke mal hier reinpacken, bitte. Guck mal, haben wir ganz viele Tränke. So, sehr gut. Und mit dir machen wir heute eine Rundreise, Kalia. Hier, du darfst dir mal alles ernten, bitte. Und ja, das darfst du heute machen. Und wie selbstbewusst dich hier geht, schwingen deine Hüfte, Mädchen. No. Du machst schon sauber. Ja, wieder alles an dir hängen geblieben, ne, Keto? Unsere süße, süße Keto. Wie fleißig sie aufräumt. Sehr schön. Amon, dir steht das immer noch sehr gut. Hier, uch. 99 Tage hat er schon gelebt. Hier, du musst immer noch Logik lernen, Freund. Hier, verwenden bitte. Ach, wolltest du eh schon? Super. Du bist noch nicht so ganz fertig. Komm, Kalia, wir wollen losgehen. Beweg deinen zuckersüßen Popo. Hier, wir wollen noch einen Trank. Hier, Bedürfnisbefriedigung. Den nimmst du am besten auch einfach mal mit. Nimmst du mal zwei mit. So, sehr gut. Unsere kleine Cardio. Auch so viele Sachen schon. Sehr cool. Sehr, sehr cool. Keto, wo willst du denn hin? Ah, du willst die Wäsche waschen. Das klingt doch gut. Was ist los? Nee, brauchst jetzt nicht plaudern. Wir reisen. Und zwar wollen wir jetzt einen Vampir bitten, dass er dich verwandelt. Ich würde ja direkt nach, wo sind wir hier? Nach Desto Valley reisen. Aber wir können ja nicht bei Maurice einfach klingeln und da reingehen. Aber da wir wissen, dass Maurice immer in Partylaune ist, gehen wir einfach mal mit Shari. Genau, wir gehen mal mit Shari. Komm mal, Kalani kann auch mitkommen. Und Keanu treffen die rein zufällig da. Weil seine Eltern sind ja jetzt nicht dabei, deswegen können wir ihn auch mal wieder angucken. Boah, das klingt echt fies. Also wir können ihn auch mal wieder sehen, ohne dass er direkt erkannt wird und von den Eltern irgendwie zur Rede gestellt wird. Weil da ist er ja so ein bisschen auf der Flucht momentan. Weil er auch gerade echt viel am Scheiße bauen ist und seine Mutter kann er so nicht unter die Augen treten und seinen Vater möchte er einfach nicht sehen, weil die am Streit auseinandergegangen sind. Das ist ja der Grund, warum Keanu abgehauen ist. Und ja, aber jetzt sehen die Geschwister sich mal wieder und hoffentlich taucht Maurice auch auf, aber Maurice ist, wer Maurice kennt, er ist der Rampensau. Er lässt es sich eigentlich nicht zweimal sagen. Wenn irgendwo eine Party steigt, ist er dabei. Selbst wenn irgendwo keine Party steigt, ist er am Tanzen. Er ist nicht mal tanzwütig. Aber er ist halt ziemlich aufmerksamkeitsgeil. Er braucht sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, warum dauert der Ladebildschirm denn jetzt so lange? Komm. Wir wollen Party machen gehen. Und hoffentlich ist Maurice da. Damit er uns seine schönen Zähnchen zeigen kann.
Maurice ist ein Obervampir. Schon seit einer ganzen Weile. Er ist auch schon echt alt. Also alt im Sinne von, man sieht es ihm nicht an, aber halt wirklich schon alt. Und dementsprechend, ja, kann er auch Sims in Vampire verwandeln. Hier, sag mal Shari hallo. Von Herzen kommendes Kompliment machen. Hallo Kalani. Hallo Keanu. Du bist doch ein Teenager, aber das bist du auch nicht mehr lange. Tag verschönern. Oh, die Manieren reichen aus. Sehr cool. Und ich habe Maurice hier noch nicht lang huschen sehen. Aber ich glaube nicht, dass er groß lange auf sich warten lässt. Ja, wollen wir... Oh, tanzen in der Runde. Das finde ich schön. 1, 2, Wechselschritt. Das machen wir mal. Und warten, bis Maurice hier auftaucht. Dun, 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 dun. Ihr sollt nicht quatschen. Hör mit Charizard, Kalani und Keanu. Ja, 1, 2 Wechselschritt. Kommt. 1, 2 Wechselschritt. Was ist los, Jungs? Da ist Maurice. Das war mir so klar, dass er... Maurice... Stopp. Wobei Maurice tanzt hier. Dann können wir erstmal 1, 2 Wechselschritt machen. Das war mir so klar, dass Maurice sich nicht zweimal bitten lässt. Der ist auf jeder Party. Egal wo. 1, 2 Wechselschritt. Macht ihr das jetzt? Ja, und du natürlich in deinem Sportoutfit. Willst du dir denn nicht was Schickes anziehen? Oh, Murako ist auch hier. Hi. Hast du direkt deinen Freund mitgebracht, Kalani? Oh. Shari macht auch mit. Und wir haben keine Musik im Hintergrund. Der DJ hat aufgehört. Und Keanu möchte nicht mitmachen. Aber die Mädels machen mit. Schön. Sehr schön. Und alle gucken zu. Super. Oh. Okay. Komm, Carla, ja, wir wollen jetzt mal fragen. Geht das denn? Versuchen vorzustellen. Geht das denn? Das ist nämlich ein bisschen schwierig, weil er halt ein Promi ist. Hallo, kannst du mich bitte verwandeln? Hallo, bitte. Maurice, hallo. Versuchen vorzustellen. Oh, das lief nicht so gut. Komm, wir versuchen das nochmal. Ah, wir verstoßen schon wieder die ganze Zeit gegen die Ausgangssperre. Oh, ist doch ätzend. Hier, Maurice. Ihr öffentliches Ansehen. Promi-Level verringern. Oh, Leute, wartet, wartet. Wir müssen dein Dings da einmal kurz verringern. Öffentliches Ansehen. Promi-Level verringern. Okay, das geht so nicht. Das ist doof. Aber ich habe noch eine andere Idee. Und ich glaube, die schneide ich aber einfach mal raus, weil sonst dauert das zu lange. Bis gleich. So, und da sind wir wieder. Ich habe nämlich kurz mit Maurice gespielt und mich freundlich bei ihr vorgestellt. Oh, und deswegen sind die jetzt Freunde. Das heißt, wir können auch normal mit ihm interagieren. Also verschönern wir jetzt seinen Tag. Yay, woo. Ja, nur einmal freundlich vorgestellt von Maurice und das hat so viel Freundschaft gebracht. Ich habe keine Interaktion ausgeführt, ich habe wirklich nur einmal gesagt hier, hallo, freundlich vorstellen. Weil er halt auch gut erzogen ist. Und hier haben wir Bitten zu verwandeln. Und? Ja? Machst du das? Geh weg, NPC. Oh! Es ist soweit, Leute! Es ist soweit! Es ist soweit! Kalia wird verwandelt! Oh, Kalia! Ist alles okay? Maurice hat noch nie jemanden verwandelt. Noch nie. Oh, ich will es nicht verpassen.
Oh, Kalia. Oh, diese scheiß Wände. Ja, ich weiß, ich kann sie runtermachen, aber trotzdem. Erstmal hier die ganze Pinnwand weg. Hier, weg. Und sie hat seltsamer Hunger wegen seltsamem Gefühl. Der Appetit wächst, aber nicht auf Nahrungsmittel. Ist angeekelt von Essen in... Oh, und sie hat ein Vampirbuch freigeschaltet. Hier, ich habe dir das extra mitgenommen, dann kannst du das nämlich einmal trinken. Und, ups. Da unten steigt voll die Party. Da ist Kalani, da ist Murako, da ist Keanu. Na ihr? Du bist voll der Tänzer, Kalani. Wer hätte das gedacht? Geh weg aus dem Bild. Was bist du denn für einer? Ich will meine Jungs angucken. Nee. Nee. Sie ist sehr glücklich. Auf jeden Fall. Ich wollte mit ihr einmal reisen. Auch wenn Kalani gerade hier auf der Party ist. Ich möchte einmal nach Sulani und ihn besuchen gehen. Hier oben wohnt er. Oh, er hat Brooke allein zu Hause gelassen? Komm, wir nehmen Kalani mit. Und Keanu nehmen wir auch mit. Nehmen wir die beiden mit, ja. Und Glimmer kann auch mitkommen. So. Weil ich denke mal, die Geschwister verstehen sich trotzdem ganz gut, auch wenn Keanu und Kalia so ein bisschen Schwierigkeiten zwischendurch hatten, weil Keanu ja immer die Schulprojekte kaputt gemacht hat. Aber ich glaube, sie haben trotz allem ein relativ gutes Verhältnis, die drei. Und ja, würde ich auf jeden Fall schön finden. Könnt mir gerne kommentieren, was da eure Meinung zu ist. Aber ich finde das irgendwie echt nett, dass sie sich nicht so aus den Augen verlieren oder so. Mal schauen. Auf jeden Fall, wir haben es tatsächlich getan. Kalia hat einen seltsamen Hunger. Keanu, du stehst im Fels. Und wir wollen ihm hier ein paar Sachen schenken. Deswegen hatte ich sie nämlich ernten geschickt, dass er auch so ein paar Pflanzen kriegt. Guck mal, hier hat er einmal die. Eine von Mamas guten Lilien. Und eine von Mamas Paradiesvogelpflanzen. Dann pflanzt du ihm... Ups, pflanzt du ihm das mal bitte an. Dann kannst du ihm das hier züchten. Was motzt du denn so rum? Sehr nett zu deinem Bruder. Tag verschönern. Na, Kalani? Du bist echt ausgezogen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Ich kann es immer noch nicht fassen. Die letzte Folge waren wir ja bei dir. Und du bist jetzt tatsächlich in einer Beziehung. Du hast dich geoutet. Du hast dich getraut. Und wohnst jetzt hier. Dein Bruder setzt sich natürlich direkt an den Rechner und spielt Sims 1. Auch nicht schlecht. Hast du dich jetzt ertappt gefühlt, oder wie? Dann kannst du die ja alle gießen. Hast du deinem Bruder ein schönes Geschenk geschenkt. Zum Einzug hier Bedürfnistrank. Kriegt er noch mit freundlichen Grüßen von Papa. Der war ja das letzte Mal quasi da. So, und die restlichen Sachen hier kannst du verkaufen, weil die brauchst du nicht. Schön, dass sich die Zwillinge unterhalten, dass sie sich trotz allem so gut vertragen. Hier, das kann alles weg. Das ist nämlich Mamas Ernte. Die hast du ja nur geerntet, damit du Kalani was mitbringen kannst. Weil ich ja sowieso gerade mit dir unterwegs bin. Hier, das brauchst du auch nicht. Das sind deine Grundschulaufgaben. Das kannst du noch behalten. Oh, du verstehst dich ja kaum mit... Oh nein, was habe ich gemacht? Oh, was war das denn jetzt? Nein. Kalia hat herausgefunden, dass es für Vampire eine alternative Methode gibt, um ihren Durst zu stillen. Sie kann jetzt Plasmabeutel am Computer bestellen. Das brauchen wir ja noch nicht. Beziehungstipps. Ja, gib mal deinem Bruder Beziehungstipps. Der ist sowieso sozial ein wenig inkompetent. Ne? Mit einer Narbe. Er ist nämlich relativ machtbesessen, unser lieber Keanu. Rumblödeln. Ihr seid jetzt in einem Alter, ne? Nach Tag fragen. Wir haben dich ewig nicht gesehen, Keanu. Von Erwachsenwerden schwärmen. No, das brauchst du, glaube ich, nicht. Helfen, schlechte Beziehungen zu kitten. Oh.
Mit Shari. Vertrag dich mal wieder mit Shari. Das ist doch eine tolle Idee, oder? Oder? Minus? Komm, vertragt euch. Oh, was ist denn los, Glimmer? Hier, guck mal, da liegt ein Ball. Kannst du mit dem Ball spielen? Oh, ihr Süßen. Das ist schön, euch mal wieder so zu sehen. Oh, sieht die Schäfigkeit. Oh, ja, ihr seid eine Familie. Definitiv. Motz nicht so viel rum. Ich habe mal wieder übrigens ein Timer-Feld, das heißt, ich weiß mal wieder nicht, wie weit hier alles ist. Ich will mal die Schüssel, du hast genug Geld. Das heißt, wie weit ich mit der Aufnahme bin, ich weiß nicht, wie lange ich hier schon aufgenommen habe. Hier, vertrag dich mal wieder mit Shari. Weißt du, das ist die du verprügelt hast, als Mann. Du ganz großer, starker Mann, du schlägst Frauen, dass du dich nicht schämst. Wirklich, Keanu. So. Wie lange geht das hier eigentlich noch alles? Ist angegelt in Essen in Fragezeichen? Keine Ahnung. Verantwortung geht wieder. Ach, weil wir die Hunde gefüttert haben. Ja. Hier willst du mal eine Runde durch Solani joggen? Hier. Joggen, um klaren Kopf zu bekommen. Wo ist Kalani eigentlich? Bist du im Badezimmer? Kalani? Kalani? Kalani ist uns abhanden gekommen. Das ist seltsam. Okay, vielleicht ist er auch... Nee, ist doch jetzt nicht um diese Uhrzeit arbeiten. Das wäre seltsam. Ey, du joggst durchs Wasser? Kalia ist nass, hast du gemerkt, ne? Gut, deine Schuhe sind nass. Weißt du, wie lange diese Schuhe zum Trocknen brauchen? Das hätte eigentlich Verantwortung runtergeben müssen. Und das nicht nur wegen der Ausgangssperre, junge Dame. Und ab in den Fels. Oh, jetzt haben wir das gar nicht gesehen, weil du im Fels stehst. Ehrlich mal. Komm, wir reisen nach Hause. Da kann ich auch manchmal nur den Kopf schütteln. Warum wird hier eigentlich das nicht angezeigt, dass hier da was platziert ist? Das finde ich ein bisschen ungeschickt. So, wir reisen zurück nach Hause. Flatsch. Warum haben wir mit dir eigentlich Minus? Wir kennen dich doch eigentlich gar nicht. Na, egal. So, ab nach Husse. Ich bin mal gespannt, wie lange das mit der Verwandlung dauert. Dauert das auch 3 Tage, so wie eine Schwangerschaft? Ich habe das Gameplay irgendwie ewig nicht mehr gemacht mit den Vampiren. Also mit den Verwandeln. Klar habe ich Maurice gespielt, aber Maurice ist, wie gesagt, schon ewig ein Vampir. Und das ist schon ein Weilchen her, wo er sich verwandelt hat. Ich glaube, das war vor einem Jahr. Fast einem Jahr, wo ich mit ihm gespielt habe. Das heißt, Maurice ist wirklich schon echt alt. So, dann schnell mal rein. Schnell mal rein. Hier hingehen. Amon, du bist ja noch nicht fertig. Oh, du bist unternehmerisch. Ach ja, wir hatten da ja so schöne Sachen für dich ausgesucht an Merkmalen. Das wird immer weniger. Stirbst du uns bald? Niketo, willst du hier mal graben? Oh nee, du kannst hier nach dem Schatz graben. Nach Schatz graben. Und du kannst hier Frösche suchen. Ich glaube, wir überziehen schon wieder ein bisschen. Um Rat bitten. Ja, da sage ich doch jetzt einfach mal nichts dagegen, oder? Na, wie sieht's aus? Ist immer noch seltsamer Hunger. Ich bin sehr gespannt darauf, Kalia. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt. Ja, du wartest jetzt auf die Mutti, ne? Keto, deine Tochter braucht dich. Keto, Kalia möchte dich was fragen. Gehst du bitte zu deiner Tochter? Ich habe eine Tochter? Ja, Keto, du hast eine Tochter. Keto hat eine Kapsel ausgegraben. Was mag wohl darin stecken?
Ja, das fragen wir uns auch. Und du hast deine Tagesaufgabe noch gar nicht gemacht. Wissenschaftliche Abhandlung schreiben. Ja, wir brauchen ja noch einen Laptop. Stimmt. Den hatten wir ja irgendwie gar nicht mehr. Gehst du jetzt zu deiner Mama oder wie? Ah, raus in den Regen. Na, super. Super. So, was möchtest du, Kalia? Regnet, ne? Ist nass. Du hast es heute irgendwie mit Regen und Ozean und du joggst ja auch einfach ins Meer. Was war denn da der Plan dahinter? Ja, frag mal, wie man richtig joggt. Oh, das hatten wir noch gar nicht, glaube ich. Bewältigung der Aggression. Manchmal werde ich so wütend, dass ich nicht mehr weiß, was ich machen soll. Wie soll ich denn mit anderen Dingen fertig werden, wenn ich nicht mal mich selbst unter Kontrolle halten kann? Mach Sport, erhöht emotionale Kontrolle und verringert Konfliktlösung. Rede mit jemandem darüber, erhöht Konfliktlösung, verringert emotionale Kontrolle. Und schrei in ein Kissen, erhöht emotionale Kontrolle und verringert Manieren. Schrei in ein Kissen, das ist eine gute Wahl. Oh, wieder Vampir. Der Rat von Keto hat die Charakterwerte von Kalia beeinflusst. Oh. Oh, Mädchen. Oh, Mädchen. Oh. Oh. Ja. Och, Mann, oh. Ich will dich nicht leiden. Ups, falscher Knopf. Ich will dich nicht leiden sehen. Da müssen wir echt aufpassen mit der Sonne, weil dann bist du ja nicht sonnenresistent. Na gut, ich glaube, ich habe schon wieder überzogen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Verpasst nicht die nächste Folge. Mal schauen, wann Kalia sich verwandelt. Unsere Süße. Unser einziges Mädchen. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss.